Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ein Blick auf den Kalender zeigt es, in den nächsten Tagen und Wochen ist wieder vermehrt Bachen angesagt. Und ein Frischprodukt, das es zum Bachen unbedingt braucht, wollen wir Ihnen heute im Frischmarkt ein bisschen näher vorstellen. Es geht um die Eier. Gast bei uns im Studio ist wieder der Armin Amrhein, Chef vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Wie gewohnt wird er uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und uns eins von seinen Rezepten vorstellen. Grüezi miteinander. Beim Stichwort Bachen denkt man sofort an Süßes. Und im Frischmärt-Magazin, das diese Woche als Beilage mit der Coop-Zeitung verteilt wird, hat es auch eine ganze Reihe von lustigen Rezepten für Guetzli und Gebäck. Wir hier im Studio haben uns aber etwas anderes vorgenommen, das ein bisschen heikel ist und das vielen von uns vielleicht nicht gerade Angst macht, aber doch einen gewissen Respekt abverlangt. Richtig, es ist ein Käse-Brokkoli-Soufflé und es ist nicht halb so schwer, wie man meint. Wenn man es richtig macht, erste Regel, der Gast wartet aufs Soufflé und nicht umgekehrt. Die Brokkoli-Rösali und die geschiebelten Stängel im Dampfkörbli knapp weich garen. Währenddem sie auskühlen, einen Esslöffel Anke oder Margarine erwärmen und Mehl dazurühren. Dann die Pfanne ab der Platte ziehen. Milch dazugeben, lassen aufkochen und ca. 2 Minuten köcheln. 4 Eigelb, viertelfette Appenzeller, geriebene Sprienz, Salz, Pfeffer und ein Messerspitz Muskat drunter mischen. Teilweise mit dem Backpulver steif schlagen und ein Drittel davon unter die Masse rühren. Den Rest sorgfältig drunter ziehen, damit alles schön locker bleibt. Und der Eischnee gibt mir gerade das Stichwort für die Überleitung zum Hauptdarsteller der heutigen Sendung. Auch wenn sie sich oberflächlich gesehen gleichen, gibt es bei den Eiern rechte Unterschiede. Grundsätzlich verkaufen wir in unseren Läden nur noch Eier aus Bodenhaltung. Alle Eier sind mit dem Legedatum bedruckt, damit sie die Frische selber kontrollieren können. Auch bei diesen Schweizer Eier aus Bodenhaltung in der 10er-Packung, die wir Ihnen diese Woche zum Aktionspreis von 3,70 offerieren. Eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Jetzt geht es nämlich weiter mit dem Soufflé. Form mit Danken ausstreichen. Und mit Mehl bestäuben. Das ist wichtig. Den Brokkoli einfüllen und die Soufflé-Masse darauf verteilen. Dann auf ein Backblech stellen. Und im vorgeheizten Ofen auf der untersten Rille bei 180 Grad 40 Minuten backen. Das Rezept für das Soufflé finden Sie diese Woche in der Beilage der Coop-Zeitung. Und wenn Sie sich genau daran halten, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Zum Backen für Küche, Guetzli oder Gericht wie den Gratin vom Armin Amrhein empfehlen wir Ihnen Eier aus Bodenhaltung. Fürs Frühstücksei, Spiegeleier oder Dessert eignet sich ganz besonders die Eier von Coop Naturaplan aus Auslaufhaltung. Jedes Huhn kann wählen, ob sich im Stall, auf dem gedeckten Vorplatz oder unter Fee im Himmel will aufhalten. Das Futter ist nach der Coop Naturaplan-Richtlinie zusammengestellt und enthält keine künstlichen Farbstoffe, kein Fischmehl oder Fischöl. Je nachdem, ob das Huhn mehr drinnen oder draussen war, ob es viel Gras gefressen hat und weil man auf künstliche Farbstoffe verzichtet, können beim Dotter unterschiedliche Farbtöne auftreten. Von hellgelb bis fast orange, wie hier bei diesen beiden Beispielen. Und jetzt nochmal ein paar Aktionen. Kaiser Alexander Biere kostet per Kilo 2,80. Und 4 Liter Orangensaft HSC kommen Sie über für 6,60. Mit der GoProfit-Karte gibt es ein Kilo Weissmehl 60 Rappen günstiger, denn Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das wär's gsi für heute aus dem Coop Frischmärt-Studio. Danke, dass Sie für uns Zeit hatten. Auf Wiedersehen.